considering the huge amount of material that we have that is going out of the city by demolishing buildings, we have to make sure that we reuse it. There has to be a circular economy even on buildings in city, a circular city, because we cannot afford that we put all this waste somewhere. There is no somewhere anymore. We have to keep it in the city. So we have to make sure that the quality is there. But we have to incentivize industry to think about this, because someone has to take the risk, and someone has to take the more effort, the risk on the economy or on the quality. And therefore, the policymakers have to support industry to go in the right direction. This can be by flanking laws, could be the requirement every new construction has to use recycling material, a quota of recycling material, or on the other side, that we limit the CO2 emission that is coming from a new building, and therefore then the use of recycling material can minimize this CO2 emission. In the beginning were of course fragmented policy instruments like land use plans or plans working on public procurement and things like that. Since a couple of years we started with a climate plan, which was our own agenda for working on climate issues, bringing this together, and we started with a climate plan a couple of years ago. All offices, ministries, brought their input and provided their input in order to have a practical but also ambitious political paper. Our policy instruments are developed by knowledge of people in the departments, the professional departments, and our politicians have to rely on that, they have to trust. And so regarding the international, interregional cooperation as a source of knowledge, of experience, this is not to be underestimated on the other hand. There is a increase, especially when we have topics where we are not sure. Sustainable construction, which are normal different elements in the Ministry of Environment and the construction departments. Bringing them together and the knowledge from stakeholders merging together led to an increased experience and the increased capacity for us to provide our politicians with reliable ideas, suggestions. And this was not just by reading anywhere in the internet, but it was the experience from real persons and real counterparts in other regions. So this was precious for us. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen natürlich langfristiger gucken. Es geht jetzt darum, unsere Ressourcen zu schützen, unser Klima zu schützen. Und da ist das Prinzip der Kreislaufwirtschaft total wichtig. Quasi Materialien, die wir schon einmal gewonnen haben, aus der Erde, aus, ja, quasi von der Natur genommen haben, dass wir die so oft wie möglich weiterverwenden können. Und da ist eben dieser zirkuläre Gedanke, Kreislaufwirtschaft, zirkuläres Bauen ist enorm wichtig. Und das ja, beinhaltet dann auch in der Planung, in der, ja, in dem Erdenken von Gebäuden besondere Techniken, die wir anwenden müssen, um eben Materialien immer wieder weiter zu verwenden. Und das kommt dann eben auch auf Konstruktionsprinzipien drauf an, dass wir eben Bauteile so planen, dass sie immer wieder auseinandergenommen werden können, dass sie nicht verklebt werden können, dass wir die Materialien immer sortenrein trennen können und dann, wenn ein Gebäude nicht mehr genutzt werden kann oder nicht mehr genutzt werden soll, dass wir das eben ja zerstörungsfrei wieder zurückbauen können und die Materialien dann eben wieder in neue Gebäude einsetzen können. Wir haben uns ganz bewusst für Holz entschieden, weil Holz ist der einzige Rohstoff, der von selber nachwächst. Das heißt, wenn man mit Holz baut und das Holz ist aus zertifizierten Wäldern und Wälder aus der Region, ist das wesentlich umweltfreundlicher und nicht so schädlich, als wenn man jetzt zum Beispiel aus Beton baut oder Stahl, weil diese Rohstoffe, also diese Baumaterialien werden halt aus Rohstoffen gebaut, die man künstlich herstellen muss. Also der Architekt, der Andreas Heller, der das Haus konzipiert hat, der wollte das Haus ursprünglich komplett aus Holz bauen. Das heißt, alle 5 Etagen, ich nenne es jetzt 5, sind ja eigentlich nur 4, aber Erdgeschoss will ich mal mit, sollten komplett aus Holz gebaut werden. Ging nicht, aus baurechtlichen Gründen nicht. Das heißt, im Erdgeschoss, erste Stock, mussten wir halt Beton nehmen, aber das Hotel,
Der Hotelbereich, zweiter, dritter, vierter Stock, ist komplett aus Holz. Und da jetzt Fichte, auch zertifiziert, und 80% der Fichte kommt aus Deutschland, 20% auch zertifiziert aus Finnland. Like it was like a dream having a wooden house in Hamburg, and we tried to find a place. And then we found a place in Wilhelmsburg. It was like a small and tiny house, but in the end it ended up like a huge building as you see now. It's the Wälderhaus, very famous. It's been the first place where you can really meet people. Like it's a hotel, a restaurant. And also you have the science center where we are actually now. We have the education. It's really, we educate children and other people to see how the wood is about. And you can feel, you can, you can smell it as well. So we're very proud of our building. Policymakers, I would really recommend to build more houses like this place where you can meet. But policymakers have to be sure that the education is so important, and you need places where you can meet with classes or other, even with policymakers, to understand how important it is. And so give the chance people to build sustainable houses and like having the experience with it. Ja, mein Wunsch an die Stadt wäre, wie ich, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, dass man nicht alles, was an der Stadt ist, verbaut, sondern dass man auch so grüne Oasen lässt. Auch kleine Oasen sind wichtig, auch gerade für die in der Stadt wohnen, weil es nützt nichts, wenn sie jetzt, sage ich mal, auch ein schönes Holzhaus wohnen, aber ringsherum ist alles versiegelt, verbaut und es gibt keine kleinen Oasen der Ruhe. Und das könnten irgendwelche Naturzonen sein. Das muss ja kein riesiger Wald sein, aber auch wenn es eine kleine Fläche ist, so ein paar Hektar, und das nur einfach natürlich lässt und vielleicht so ein bisschen waldnäher oder so kleine wilde Wälder entstehen, wo auch die Kinder, sage ich mal, die Natur entdecken können. Das ist ganz wichtig, auch für die Kinder nachher in der Entwicklung, weil wenn sie die Natur nicht kennenlernen, werden sie später, wenn sie erwachsen sind, auch nicht schützen. Nur das, was man kennt, lernt man irgendwann lieben und schützt man später. Und das wäre so mein Wunsch. We followed this Bauhaus initiative since the beginning quite intensive, because we have an approach to be an attractive city, a livable city, a beautiful city, a successful and prosperous city. All these nice words which are included in Bauhaus, and we have a number of very high qualified urban planners with high ideals about that. And we experienced that in the beginning of this process, the professional world did not really know what do they mean. And there were a lot of brainstormings on the European level, on the local level, on the regional level, and it was the same as it is with other cross-cutting issues. As soon as we're going down on some concrete activities and not regarding them as an isolated element but linked to the other elements, then we get an operational approach to these topics. But nevertheless, it's an existing approach and an heuristic programmatic idea to think about the city of the future. We see after the COVID crisis that some kinds of our work life changed. People are working in home office, we do not need so much infrastructure, we have different approaches to public space, and this has an effect on urban planning. We are ready and working on that to elaborate what effects will this have on concrete planning of the road outside this building, of our parks, of our environment, of our density of living. And so our planning departments are quite interested and quite actively working on that. A sustainable building is made out of sustainable material. And this is not only wood, because we have to make sure the wood is coming from the right spot and there is enough. On the other hand, we have a lot of, at the moment, waste material, mineral waste material. And if we put this aside, it's a linear economy, but we think in circles. Ich bin Frank Weister, ich bin Architekt und bei der Otto Wolff Bauunternehmung zuständig für den Bereich Building Information Modeling. Und seit 2 Jahren bin ich der Koordinator für den Bereich Forschungsprojekt, den wir in einem Circuit-Projekt wahrnehmen. Recyclingbeton ist wichtig, weil es um das
Einsparen von Ressourcen geht. Die Materialströme, weil es ein sehr schweres Material ist, auch sehr energieintensiv, das zu bewegen. Es ist wichtig, dass wir den relativ hochwertigen Stoff Beton nicht einfach auf eine Deponie kippen oder als Straßenunterbau verwenden, sondern wieder ihn als hochwertigen Baustoff verwenden können. Und auf der anderen Seite brauchen wir Rohstoffe und wir brauchen sehr viele Mengen von Beton. Also wir setzen sehr viel Beton ein in unseren Bauwerken und wir versuchen das gerade zu reduzieren. Versuchen aber die Bereiche, wo es nicht möglich ist, den Beton durch andere Baustoffe zu ersetzen, ihn eben so zu ersetzen, dass wir da möglichst ressourcenschonend damit umgehen. All das probieren wir aus an diesem Projekt Musterbude. Da haben wir verschiedene Abschnitte von dem Gebäude, verwenden wir mit unterschiedlichen Betonrezepten und wir schauen, wie sich das in der Fertigung verhält. Und wir werden dann auch noch weitere Bauteile bei uns auf dem Firmengelände errichten, wo wir die Langzeitstabilität von den Bauteilen austesten werden. Ach so, Hamburgs Bauzukunft ist nachhaltig, wenn wir mehr mit Holz bauen und wenn wir grüner bauen. Und dass wir uns einfach auf unsere traditionellen Baustoffe besinnen, mehr Holzbau in der Stadt zuzulassen, auch quasi über den Schatten zu springen, nachhaltiger zu bauen, dass man dafür auch das Geld ausgibt. Weil ich finde es einfach super, wenn wir mehr Holz zurück in die Stadt bringen, dort schnell Wohnraum schaffen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Städte grüner werden und dass wir auch unsere Gebäude begrünen, weil das hat natürlich auch einen Effekt auf die Folgen des Klimawandels. Begrünung kühlt und so können wir einfach lebenswertere Räume in den Städten haben, die wir jetzt schon gebaut haben, gestaltet haben. Nur wir müssen sie eben umgestalten, grüner machen und mehr Leben zurückbringen. Also Public-Private Partnerships und andere Kombinationen, Joint Ventures, auch mit der Öffentlichkeit, das gehört schon lange zu unserem Geschäft. Das ist ein Bestandteil von unserer Unternehmensstrategie und von unseren Aufträgen. Deswegen haben wir da schon Erfahrung. Hier in dem Forschungsprojekt hat uns vor allem gereizt, dass wir eben nicht mit anderen Baufirmen zusammenarbeiten, nicht nur auch, dass wir aber auch mit der TU zusammenarbeiten, mit der Senatskanzlei und vor allem auch mit anderen Städten. Dass wir auch sehen, wie läuft es außerhalb von Deutschland und wie werden die Probleme andernorts gelöst und dass wir davon voneinander lernen können. You're working with so many highly motivated people and one of the motivation is not to disappoint them. If people have never to do with European project, the first is, wow, that's too big for me. Then, if they get interested, they very often have expectations which are overstressed, too big. And to bring them on the right level, what can they expect from this international, interregional cooperation in project, what not? And then find this way and then they can run.